Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lieber Martin, liebe Susi, liebe Kinder, liebe Großeltern Hermann und Klaus, alle Angehörigen eurer großen Familie, liebe Trauergemeinde, der Choral, den eure Angehörigen gerade gespielt haben, ist nicht einfach nur ein bewegendes Musikstück, sondern ein lebendiges Bekenntnis. Jesu, meine Freude, meines Herzens Weide. Gedichtet von Johann Frank 1650. Der Satz, den wir eben gehört haben, komponiert von Johann Sebastian Bach, der sich mit jeder Silbe dieses Textes identifiziert hat, wo es in der letzten Strophe heißt: Weicht ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister Christus tritt herein. Denen, die Gott lieben, muss auch ihr Betrüben lauter Freude sein. Duld ich schon hier Spott und Hohn, dennoch bleibst du auch im Leide, Jesus, meine Freude. Ihr Lieben, das singt und spielt sich leicht, wenn die Not fern ist. Aber stimmt es noch, wenn man mittendrin steckt? Das ist die Frage. Das Leid, das am 23. November über eure Familie hereingebrochen ist, lässt sich für alle Außenstehenden, die so etwas noch nicht erlebt haben, nur begrenzt nachempfinden. Und doch haben viele ehrlich mit euch geweint und soweit das möglich ist, auch wirklich mitgelitten in diesen schweren Wochen. Und viele, das weiß ich, haben mitgebetet. Dafür, dass der lebendige Gott, dass der Herr Jesus Christus euch durch diese unvorstellbar bedrückende Zeit irgendwie durchtragen möge. Dass ihr daran nicht zerbrecht. Dass ihr wirklichen Trost findet. Ein dramatischer Verkehrsunfall auf einer ganz normalen Landstraße von Bielefeld hat euer Leben von einer Sekunde auf die andere massiv verändert. Und diese Situation hat uns allen erneut vor Augen geführt, wie nahe Leben und Tod beieinander liegen. Zuerst hatten wir gehofft und gebetet, dass doch Hannah durchkommen möge, dass sie die schweren Verletzungen überleben könnte. Eure Familien und eure Gemeinde, die bekennende evangelische Gemeinde in Bielefeld, haben viele Beter mobilisiert, haben Gott für diese Familie angerufen. Die Ärzte hier in Bethel haben alle denkbare medizinische Kunst aufgewendet, um das junge Leben von Hannah zu retten. Aber schon bald wurde deutlich, dass Gott offenbar einen anderen Weg für sie vorgesehen hatte. Und dann mussten wir sie loslassen, sie Gott überlassen. Und in die Trauer über Hannas Tod mischte sich die innige Hoffnung, dass Gott doch ihre Mutter am Leben erhalten möge. Und wir haben dem Herrn gedankt, dass Levin, der 5-jährige Bruder, so bewahrt worden war und dann das Krankenhaus bereits nach 2 Wochen verlassen durfte. Und Gott hat es wirklich geschenkt, dass auch die Mutter Susi schon verhältnismäßig bald aus dem Koma aufwachen durfte und dass sich dann immer deutlicher herausstellte, trotz der schweren Verletzungen ist Susi doch wunderbar bewahrt worden. Und sie durfte das Krankenhaus dann früher verlassen, als man Anfang Dezember auch nur zu hoffen gewagt hatte. Und heute, liebe Susi, kannst du diese Stunde mit deinen Lieben teilen. Und ihr könnt diesen Weg immerhin gemeinsam gehen. Und dann haben viele aufgemerkt, als sie den Bibelvers gelesen haben, den ihr als Ehepaar für die Todesanzeige und auch für diese Trauerfeier ausgesucht habt, den wir ganz vorne auf eurem Gottesdienstblatt finden. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Psalm 145, Vers 8. Mitten in der Traurigkeit bezeugt dieser Vers diese Gewissheit: Auch jetzt hat der allmächtige Gott uns nicht verlassen. Auch wenn wir diesen Weg, den er uns zurzeit führt, nicht verstehen können, sind wir doch gewiss, dass er es gut mit uns meint.
und dass hinter allem seine Liebe steht. Wer euch kennt, Martin und Susi, der weiß, dass ihr euch das genau überlegt habt. Und dass ihr mit diesem Vers eure ehrliche Überzeugung zum Ausdruck bringt. Und mancher wird sich an die Schlagzeile erinnert haben, mit der die Neue Westfälische Zeitung ihren ausführlichen Bericht getitelt hat. Darüber steht ein Zitat: Wir werden Hanna Marie im Himmel wiedersehen. Viele von Ihnen haben das gelesen. Wir werden Hanna Marie im Himmel wiedersehen. Auf den ersten Blick hat vielleicht mancher Leser gedacht, ja, das ist eine naive religiöse Illusion. Aber wenn es denen über den ersten Schock hinweg hilft, dann mag es ja gut sein. Dann kann man sich auch mal mit einer Einbildung trösten. So haben wohl manche gedacht. Aber wer dann den Artikel selbst las, der stieß auf ein weiteres Zitat. Und daraus ging hervor, dass es eben keine Illusion, sondern ihr habt einen festen Grund. Ihr habt eine reale, begründete Zuversicht, die euch zu dieser Hoffnung geführt hat. Im Artikel heißt es, die Familie sei davon überzeugt, Zitat, dass sie, also Hanna, jetzt in den Armen unseres guten Hirten Jesus Christus sicher und geborgen ist. Durch diesen Namen, Jesus Christus, wird aus einer vagen Illusion eine realistische Zukunftsperspektive. Warum ausgerechnet er, Jesus Christus? Die Antwort lautet, weil Jesus seine souveräne Macht über den Tod bewiesen hat, nachhaltig bewiesen. Die leibhaftige Auferstehung Jesu Christi ist keine Erfindung seiner Jünger gewesen. Sie ist nicht das Ergebnis von Illusionen oder Halluzinationen oder Visionen. Liebe Gemeinde, alles, was wir im Angesicht des Todes sagen können, hängt von diesem einen Ereignis ab, das circa 2000 Jahre zurückliegt. Auch die Jünger der ersten Stunde konnten sich das nicht vorstellen, dass Jesus wirklich auferstanden sein sollte. Die hatten am Karfreitag alle Hoffnungen dahin fahren lassen. Aber dann hat Jesus selbst sie vom Gegenteil überzeugt. Wodurch? Durch Tatsachen, durch Fakten. Das Faktum des leeren Grabes. Das Faktum der realen, persönlichen Begegnungen mit dem Auferstandenen. Und ich kann Ihnen persönlich bekennen, ich studiere die Quellen zur Auferstehung seit Jahrzehnten. Und je länger ich diese Quellen studiere, umso überzeugter bin ich, dass sie wahr sind. Dass sie zuverlässige, solide Informationen enthalten. Und darum kann ich das hier mit Gewissheit verkünden, weil Jesus die Macht des Todes real gebrochen hat. Darum kann der Tod nicht das letzte Wort haben. Martin Luther hat diese Logik mit einem Geburtsvorgang verglichen. Und er hat gesagt, wenn bei der Geburt erstmal der Kopf durch ist, dann kommt der Rest des Körpers auch bald hinterher. Und er hat gesagt, so ist es mit Jesus. Er ist durch. Er, unser Herr, hat die Macht des Todes überwunden. Und darum werden alle die, die zu ihm gehören und an ihn glauben, auch hinterherkommen. Der Tod ist besiegt. Und auf dieser Basis, liebe Susi, lieber Martin, ruht eure Hoffnung und eure Gewissheit, Hanna im Himmel wiederzusehen. Und damit steht ihr wahrlich nicht allein. Diese Zionskirche, in der wir heute zusammenkommen, wäre wohl in dieser Weise niemals gebaut worden, wenn nicht Friedrich von Bodelschwingh, der Ältere, genau die gleiche Gewissheit und Überzeugung gehabt hätte wie ihr. Ganz Bethel wäre wohl niemals zu dieser weltberühmten Einrichtung geworden, die es heute ist, ohne die Gewissheit, dass Jesus der Herr ist und die Macht des Todes gebrochen hat. Was viele nicht wissen, 3 Jahre bevor Friedrich von Bodelschwingh sein Lebenswerk hier auf diesem Gelände in Bethel in Angriff nahm, mussten er und seine Frau durch die tiefste Krise ihres Lebens hindurchgehen. Zu dem Zeitpunkt war Bodelschwingh Pfarrer in einer lebendigen Gemeindearbeit in Delwig. Im Januar 1869 verloren er und seine Frau dann innerhalb von 2 Wochen ihre 4 kleinen Kinder durch Diphtherie. Friedrich, Elisabeth
radikal und ernst innerhalb von knapp 2 Wochen. Und Kurt Pergande, der eine bekannte Biografie von Bodo Schwink geschrieben hat, sagt, innerhalb von 13 Tagen war mit einer Unerbittlichkeit ohnegleichen dieses Familienglück zerstört worden. Das Pfarrhaus war ausgestorben im wahrsten Sinne des Wortes. Bodo Schwink damals 38 Jahre alt, seine Frau 35 Jahre. Und Pergande beginnt seine Biografie mit dieser Not, die er schildert. Und er stellt dieses erste Kapitel unter die Überschrift Anfang oder Ende. War das jetzt der Anfang oder das Ende seines Dienstes? Es ist nicht vorstellbar, was das Ehepaar durchleiden musste. Und trotzdem wurden sie nicht gebrochen. Und 3 Jahre danach, im Januar 1872, übernahm Bodo Schwink dann hier die evangelische Heil- und Pflegeanstalt in Bielefeld. Kleine Anfänge. Und durch Gottes Gnade durfte er dann daraus das weltberühmte Bethel gestalten. Und Bodo Schwink hat später einen Bericht geschrieben über diese Krisenzeit unter dem Titel Von dem Leben und Sterben 4 seliger Kinder. Und darin steht die Überzeugung, ich werde meine Kinder im Himmel wiedersehen. Und später wurden dem Paar dann hier in Bethel noch einmal 4 weitere Kinder von Gott geschenkt. Liebe Gemeinde, die drängende Frage, die sich uns jetzt stellt, ist die, wer die Bibel kennt, der stößt immer wieder auf diesen Zusammenhang von Rettung und persönlichem Glauben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, sagt Jesus in Johannes 3, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Was aber können wir über unmündige Kinder wie Hannah sagen? Oder auch über andere unmündige Menschen, Erwachsene, Größere, die wegen ihrer geistigen Behinderung keine komplexen Zusammenhänge verstehen können. Und auch daran werden wir ja hier in Bethel auf heilsame Weise immer wieder erinnert. Unmündige Kinder, bei denen wir noch keinen bewussten Glauben voraussetzen können. Woher können wir trotzdem etwas Gewisses über deren Zukunft sagen? Der lebendige Gott hat uns hier nicht im Ungewissen gelassen, sondern in seiner Offenbarungsurkunde hier in der Bibel gibt er uns klare Hinweise, woran wir sind. Und ich möchte nur 2 Befunde nennen, die stellvertretend für viele weitere biblische Indizien gelten. In Markus 1, Vers 14 sagt der Herr Jesus, lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Und das Reich Gottes meint hier ausdrücklich den Himmel. Und in Vers 16, Markus 10, Vers 16 heißt es dann, und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Der berühmte Theologe Charles Hodge hat gesagt, mit diesem Satz, denn ihnen gehört das Himmelreich, vermittelt Jesus uns den Eindruck, dass der Himmel in nicht geringem Maße auch aus den Seelen der erlösten Kinder bestehen wird. Und John MacArthur, ein amerikanischer Theologe, fasst seine biblischen Beobachtungen so zusammen. Er sagt, alle Kinder, die sterben, leben für immer in der Gegenwart des Herrn. Sie sind mit ihrem Tod auf ewig gesegnet. Und dann ein 2. Befund nach Markus 10. Das ist der König David. Das ist derselbe König, der Psalm 145 geschrieben hat, gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Als der Säugling, den David mit Bathseba gezeugt hatte, schwer krank wird und dann stirbt, ist David getröstet in dieser Gewissheit, die wir im 2. Samuelbuch Kapitel 12, Vers 23 finden. Da sagt er, ich werde zu ihm gehen, also zu diesem jetzt gestorbenen Sinne, Kinder, ich werde einmal zu ihm gehen, es aber wird nicht mehr zu mir zurückkehren können. Damit sagt er, ich werde einmal zu ihm gehen in den Himmel, denn David war gewiss, in den Himmel zu kommen. Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da, haben wir gehört im Psalm 23. Und er sagt, ich werde zu ihm einmal gehen. Und das konnte er deswegen sagen, weil er gewiss war, dieses Kind ist jetzt daheim beim Herrn. Und der biblische Zusammenhang macht deutlich, dass diese Gewissheit berechtigt ist. Und so wusste sich David schon damals von Gottes Barmherzigkeit getragen. Gutes
und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und wisst ihr, wie der 11. Vers im Psalm 145 heißt? Dein Reich ist ein ewiges Reich. Wir werden Hanna im Himmel wiedersehen. Darin wurde David ganz getrost. Und wie anders reagierte er später in der Situation, als sein erwachsener und gottloser Sohn Absalom verstarb. Da war David nicht getröstet, sondern völlig untröstlich, weil er diesen Absalom eben nicht in den Armen des guten Hirten wissen konnte. Im Unterschied zu seinem kleinen, unmündigen Kind. Und darum, lieber Martin, liebe Susi, können wir im Hinblick auf die Zukunft von Hanna die gleiche Gewissheit haben wie David im Hinblick auf seinen kleinen Sohn oder wie Bodelschwink oder wie ein anderer bekannter Theologe, der sich diesem Werk in Bethel sehr verbunden wusste, Pfarrer Wilhelm Busch. In einem Artikel über Bodelschwink den Älteren erzählt Wilhelm Busch davon, wie er seinen eigenen Sohn mit 14 Monaten durch eine plötzliche Krankheit verloren hat. Und Busch beschreibt diese Situation so: Mein Pfarramt forderte mich und doch war ich wie betäubt. Viele kamen zu uns, um uns zu trösten. Ich habe damals erfahren, dass ein Mensch einen anderen nicht trösten kann. Alles, was Menschen mir sagten, ging gar nicht hinein in die Abgründe meines Schmerzes. Aber Jesus kann uns trösten. Ich hörte sein Wort, meinen Frieden gebe ich euch. Und Jesus, schreibt Wilhelm Busch, hat sein Wort wahrgemacht. In solchen Zeiten wird man ganz neu gefragt, ob man denn wirklich ernst machen wolle mit der Hoffnung, die Jesus schenkt. Ich gab mir selber darauf die Antwort, als ich auf das kleine Marmorkreuz auf dem Essener Ostfriedhof die Worte einmeißeln ließ, in des Hirten Arm und Schoß. Ich weiß, dass mein Kind bei Jesus geborgen ist, schreibt Wilhelm Busch, nicht bei den Toten, sondern bei denen, die leben. Liebe Susi, lieber Martin, ihr steht also mit eurer Gewissheit und mit eurem Bekenntnis in einer noblen Ahnenreihe. Ihr steht im Vertrauen auf Christus Seite an Seite mit den Davids, den Bodelschwings, den Buschs, den Paul Gerhards. Und was sie und euch alle miteinander verbindet, ist nicht, und das ist ganz wichtig, ist nicht etwa eure eigene Glaubensstärke, die man bewundern kann. Was haben die für einen starken Glauben gehabt? Nein, was euch verbindet, ist, dass ihr euch an dieselben zuverlässigen Zusagen klammert, die uns der allmächtige Gott in seinem Wort geschenkt hat. Ihr vertraut auf denselben Retter, Jesus Christus, der auch euer Retter geworden ist. Und darum, liebe Trauergemeinde, bei allem Schmerz, der uns diesen Tag so schwer macht, weil wir Hanna eben auch vermissen, dürfen wir doch in aller Nüchternheit getrost bilanzieren. Um Hanna selbst müssen wir uns keine Sorgen machen. Sie ist nicht einfach verschwunden. Ihr Leben ist nicht ausgelöscht, auch wenn das, was wir heute zu Grabe tragen, ja nicht mehr Hanna selbst ist, sondern nur die sterbliche Hülle, nur wie ein Kleid, das sie abgelegt hat. Aber ihr Leben ist nicht ausgelöscht. Im Gegenteil, Hanna ist dort schon angekommen. Sie ist uns schon dorthin vorausgegangen, wo es keine Tränen und keine Traurigkeit und keine Angst und keine Unfälle mehr gibt. Und darum ist ihr kurzes Leben nicht unvollendet oder abgebrochen. Oh nein. Im Psalm 139, Vers 16 hat David geschrieben über Gott, und das gilt für Hanna genauso: Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen noch keiner da war. Und so hat Gott auch Hannas Tage in sein Buch geschrieben. Das war sein Plan für ihr Leben. Und der allmächtige Gott, heißt das, hat seinen vollkommenen Plan mit diesem Menschenkind vollendet. Es ist ein vollendetes Leben. Und zu diesem Plan gehört auch, dass wir heute wegen Hanna hier zusammengekommen sind,
um das Evangelium vom Retter Jesus Christus zu hören. Aber, liebe Trauergemeinde, an dieser Stelle dürfen wir noch nicht abbrechen. Noch eine Überlegung müssen wir dem Gesagten unbedingt hinzufügen. Vielleicht hält der Kleine da auch noch ein bisschen still, dann haben wir es bald geschafft, ja. Wir lassen uns da nicht stören. Eine letzte Überlegung müssen wir unbedingt hinzufügen. Gerade weil wir mit guten Gründen überzeugt sein dürfen, dass Hannah jetzt bei Jesus angekommen ist, wird ihre Schlagzeile für uns, die wir noch hier auf dieser Erde weiterleben, und keiner von uns weiß, wie lange er noch auf dieser Erde weiterleben wird, wird diese Schlagzeile für uns alle zu einer persönlich herausfordernden Frage. Wir werden Hannah im Himmel wiedersehen? Fragezeichen. Denn wir werden Hannah ja nur dann im Himmel wiedersehen, wenn wir selber in den Himmel kommen. Und dieselbe Bibel, die uns getrost macht im Hinblick auf die Unmündigen, derselbe Gott packt uns, die wir mündig sind, die wir bewusste Entscheidungen treffen können, bei unserer persönlichen Verantwortung. Und liebe Trauergemeinde, deswegen dürfen wir diese letzte Frage nicht umgehen, die Jesus, der Auferstandene, uns stellt, wenn er in Johannes 11, Vers 25 sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, wird nie mehr wirklich sterben. Und dann fügt Jesus die Frage an, glaubst du das? Und jetzt ist es an jedem von uns zu klären, ob ich mich darauf einlasse. Ob ich bereit bin, diesen Kontakt zu Jesus wirklich zu suchen. Und Glauben bedeutet im Neuen Testament, dass ich ihm persönlich vertraue. Dass ich bereit bin, mein ganzes Leben auf diese eine Karte Jesus Christus zu setzen und anzuerkennen, dass er der Sohn Gottes ist, der die Macht des Todes gebrochen hat. Seine Hilfe beginnt ja nicht erst am Ende, sondern mitten im Leben. Das habt ihr ja erfahren in diesen Wochen. Und sie trägt uns durch bis zum Ziel. Allerdings, und das muss man ehrlich sagen, ist dieses persönliche Verhältnis zu Jesus Christus nicht billig zu haben. Und der Preis, den wir dafür zahlen, ist unser selbstbestimmtes Ego, mit dem wir uns einreden, wir brauchten seine Hilfe nicht. Und wir wären selber stark genug und fromm genug. Und sollte es einen Gott geben, dann würden wir dessen Ansprüchen schon genügen. Und im Übrigen wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das wäre ein lebensgefährliches Missverständnis. Stellen Sie sich einen Schwerverbrecher vor, dessen Verteidiger ein Gnadengesuch stellen will. Und der Schwerverbrecher höhnt seinem Richter ins Gesicht, ich brauche deine Gnade nicht. Der hätte sein Schicksal besiegelt. Wie viele Menschen stehen mit dieser Haltung vor Gott, dass sie sagen, ich brauche deine Gnade nicht. Und damit rühren wir zum Schluss an den eigentlich kritischen Punkt. Und das ist unser Stolz, sogar Gott gegenüber. Unser Stolz, der fragt, warum sollten wir Jesus unbedingt brauchen, um in den Himmel zu kommen? Und Gottes Antwort lautet, weil unser Leben, so wie es ist, zutiefst gefährdet ist. Das muss uns heute an diesem Tag keiner erklären. Ja, es ist gefährdet, aber nicht nur durch das Sterben. Okay, sagen manche, dann bin ich eben weg, wenn sie sich da mal nicht täuschen. Nein, unser Leben ist dadurch gefährdet, sagt die Bibel, dass jeder von uns dann vor dem heiligen Gott stehen wird. Vor dem, dem wir unser ganzes Leben verdanken. Vor dem, der uns alles geschenkt hat, jeden Atemzug. Und der darum einen Anspruch auf unser Leben hat. Und dieser lebendige, heilige Gott hat uns genau gesagt, woran wir bei ihm sind. Er hat uns gesagt, dass wir mit unserer Schuld, mit unserem Unglauben, mit unserer Ignoranz vor ihm nicht bestehen können, weil er heilig ist. Und Schuld, ihr Lieben, haben wir alle genug auf dem Buckel.
Wir müssen nur in den Spiegel schauen, den Jesus uns mit dem Doppelgebot der Liebe vorhält. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ich in diesen Spiegel schaue, dann muss mir niemand mehr erklären, dass ich ein Sünder bin vor dem heiligen Gott. Und das hat Folgen. Denn wenn wir mit unserer Schuld sterben, sagt die Bibel, dann bleiben wir unter dem verdienten Gericht des heiligen Gottes. Und Jesus hat gesagt, unsere Ewigkeit wird dann in der Hölle sein. Und die Hölle ist keine Erfindung des Mittelalters. Niemand hat so eindringlich davor gewarnt wie Jesus Christus selbst, vor der ewigen, verzweifelten Trennung von Gott. Und wir werden keine Chance haben, wenn wir mit unserer Schuld sterben. Aber das ist nur die eine Seite. Denn der lebendige Gott hat uns auch gesagt, genauso klar gesagt, dass er uns vor der Hölle retten will, dass er uns erlösen will. Und genau zu diesem Zweck hat der lebendige Gott seine große Rettungsaktion gestartet. Hat er seinen eigenen Sohn in diese Welt geschickt. Darum haben wir doch Weihnachten gefeiert, weil Gott selber gekommen ist, Jesus geschickt hat. Und Jesus kam in diese Welt mit einem großen Hauptauftrag, nämlich an meiner Stelle, an ihrer Stelle, die Strafe zu ertragen und zu sühnen, die wir für unsere Schuld verdient hätten. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für uns dahingab. Und darum hat Jesus das ertragen mit der Kreuzigung, um für unsere Schuld zu bezahlen. Und zwei Tage später war der Tod tot, weil Jesus ihn besiegt hat. Und seitdem, liebe Gemeinde, sendet Gott seine Boten aus mit dieser großen Einladung, die er auch an uns heute richtet, am Sarg von Hanna. Flüchte dich mit deinem zerbrechlichen Leben, flüchte dich mit deinem todesbedrohten Leben zu Jesus und lass dich von ihm retten. Wende dich an ihm, sage ihm, dass du ihn brauchst, seine Vergebung, seine Rettung. Wie oft ist diese Einladung schon hier in der Zionskirche zu Bethel von dem Bodelschwings ausgerichtet worden? Auch als der Vater Bodelschwing 1910 starb und dann sein Sohn die Stafette von ihm übernahm, Friedrich der Jüngere oder einfach nur liebevoll Pastor Fritz genannt. Ob Vater oder Sohn, es blieb dieselbe Botschaft von Jesus, dem Retter. Er ist der einzige Herr, dem wir völlig vertrauen können und der uns in den Himmel bringen kann. Und dann 1938, als andere Herren immer dreister nach den Menschen griffen, auch in unserem Land, 1938 hat Pastor Fritz sein Lied, das wir gleich singen werden, im Betheler Sonntagsblatt veröffentlicht. Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha. 1938, wir gehören niemand anderem, sondern wir gehören ganz dem Mann von Golgatha, der am Kreuz für uns starb. Und Bodelschwing schreibt, was in den 6 Stunden auf Golgatha geschehen ist, das wirkt bis in alle Ewigkeit hinein. Und dann besingt er das, was Jesus damals für uns getan hat, wie wir das gleich singen werden. Nun in heilgem Stille schweigen stehen wir auf Golgatha. Tief und tiefer wir uns neigen vor dem Wunder, das geschah. Als der Freie war zum Knechte und der Größte ganz gering, als für Sünder der Gerechte in des Todes Rachen ging. Jesus ging für uns in des Todes Rachen, um uns zu retten. Er starb für meine Schuld. Und damals hat Jesus die Macht der Sünde und zugleich den Tod besiegt, weil er ja nicht im Grab blieb. Und deswegen singt Bodelschwing weiter. Doch ob 1000 Todesnächte liegen über Golgatha, ob der Hölle Lügenmächte triumphieren fern und nah, dennoch dringt als Überwinder Christus durch des Sterbens Tor. Und die sonst des Todes Kinder führt zum Leben er empor. In den letzten Kriegsjahren 1945 soll das Lied dann erstmals hier in der Zionskirche gesungen worden sein.
Und so strahlt es mitten hinein in die Todeswelt, das Licht aus der Ewigkeit. Für dich kommt alles darauf an, ob du dieses Lied ehrlich mitsprechen kannst. Nicht einfach als Erinnerung an alte Zeiten, sondern ob du das persönlich so für dich sagen willst. Ja, auch mein Herz soll dem Mann von Golgatha gehören. Auch ich will mich allein auf Jesus und seine Rettung verlassen, im Leben und im Sterben. Dann und nur dann wirst du einmal genauso sicher bei ihm ankommen, wie wir das jetzt schon von Hanna wissen dürfen. Wir werden Hanna im Himmel wiedersehen, denn gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Amen.